toll, toll, toll. Das ist ja super. Dann kannst du auch gleich gehen. Verpiss dich. Als Hazel 15 wurde, hatte sie 3 Jahre länger gelebt, als Dr. Tate vorhergesehen hatte. Ihre Eltern hatten vor Erschöpfung aufgegeben und sich entschlossen, sie für eine dauerhafte Behandlung ins Hospiz in Canterbury einliefern zu lassen. Aber sie waren noch immer am Leben. Sie umarmte ihn und wünschte ihm ein großartiges Abenteuer in Algerien. Der Name Tate wird für mich immer beschmutzt sein. Ja, genau deswegen. Jetzt bin ich ohnmächtig geworden. Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. Den denke ich auch. Wer war das? Wenn du nicht kennst, ist nicht schlimm. Wirklich nicht. Closing in on me, and I fear for my life more than ever. Just outside Holstein, there's a small settlement, Zimmerman. Wie laut ist bitte dieser Regen und wie leise ist seine Stimme? What the fuck? Dairy farm lives with his wife. Ja, genau, genau der Typ. Ich hab Horses gehört, wo ist die Klippe? So, ich erinnere, bist du auch bald durch, oder? Ja! Ja, bin ich. Das Weinen hatte aufgehört und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören. Sie führten etwas im Schilde und er musste sie bestrafen. Das Schöne ist, wenn ich... Das Ding ist halt, ich bin bald durch. Das heißt Dead Space, Leute. Dead fucking Space. Ich dreh mich hier zu Tode. Lalalala. Eins oder zwei? Eins natürlich. Da kam ja jetzt das Remake raus letzten Freitag. Deswegen natürlich Teil 1. Okay, also hier für den Brunnen kein Eimer. Ach, hier sind wir jetzt. Ich habe kein Öl mehr. Und da hängt ein Nippel, da hängt ein Busen von der Decke. Wusstet ihr, dass YouTube seine Richtlinie abgeändert haben und jetzt alles super family-friendly sein muss und ich theoretisch für YouTube jedes einzelne Schimpfwort und so weiter ausblurren müsste? Wusstet ihr das? Für den Fall, dass ihr euch gefragt habt, warum eure Lieblings-YouTuber, die ihr gerne guckt, alles Mögliche zensieren. Ist das nicht toll? YouTube wird mehr family-friendly. Was nichts an dem Content ändert, den man sieht. Aber man könnte ja was hören. So bescheuert. So bescheuert. So, das Labor ist... Das Labor ist offen. Das... Ui, warte. Das Blut muss destilliert werden? Bad curses like a sailor. Curse like a sailor. Das ist ja geil. Curse like a sailor.
finde ich super. Ich habe zwar keine Ahnung, was das heißt. Jedes Mal, wenn ich jetzt am Cursen bin, sage ich nur noch Jarrrr. Achso, warte mal. Aber du bist noch nicht auf, gell? Die Kurbel muss zurückgedreht werden. Ah ja, dann... Du fluchst nicht gerade wenig, auch wenn ich da nun wirklich im Glashaus sitze. Ja, es ist halt irgendwie... es hat sich ja halt in den Sprachbrauch integriert, ne? Es ist nicht... Es ist nicht zu überstreiten, ob das gut oder schlecht ist. So, warte mal. Nessie hat von was geschrieben von... Ich lese sofort ein... Was sollen die Kinder denn da hören, was sie nicht schon in der Schule gehört hätten? Macht doch einfach Spaß. Ja, das Ding ist... Da hat jemand mal gesagt, habe ich mal TikTok gesehen über jemanden, wie er seine Kinder erzieht. Und hat dann auch gemeint, ich erlaube meinem Sohn zu fluchen, weil wenn er erwachsen ist, wird er es sowieso tun. American Culture, den glaube ich auch. Knochensäge aus Nebenraum holen. Knochensäge aus Nebenraum holen. Knochensäge aus Nebenraum holen. Sie hat geschrieben, Knochensäge aus Nebenraum holen. Dann hoffe ich mal, stelle ich mich nicht dämlich an und finde den Nebenraum direkt. The castle trembled and I could hear the chancel collapse. The laboratory might be accessible now. Machen die doch so oder so. Ja, genau. Lieber nebendran sitzen. Ist halt wirklich so. Ich nehme mal an, das hier ist mit Nebenraum gemeint. I am not so certain. Knochensäge. Ja, geil. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist für mich völlig neu. You're a good boy, Dad. Hatte mit 13 meinen ersten Alkohol auch geraucht. Du, mit 14, 15 habe ich auch das erste Mal getrunken und geraucht, also. Ab mit dem Kopf! Ab mit dem Kopf! Ich hab einen Kopf. Das heißt, ich kann jetzt die Kugeln zusammenballern? Sie bleiben nicht zusammen. Ein geeigneter Arbeitsplatz ist erforderlich. Ja, geil, ich hab den Kopf. Ich hab das noch nie hingekriegt. Let's go to the mall. Wenn Alexander nicht gewesen wäre, wäre er jetzt noch unschuldig und würde genauso unschuldig sterben. Wait, what? Ich hab einen Kopf im Inventar. Hey, hallo, ich bin hier im Inventar. Ich
glaube, ich bin squishier geworden als mein jüngeres Ich. Gerade so die Beschreibung der Folter und so geht mir hier näher, als ich mich daran erinnere. Das, kann sein? Das würde ich gar nicht mal. Gar nicht mal. Ausschließen wollen. Um ehrlich zu sein. Ich habe ein gehört. Das Ganze hat zwei Möglichkeiten. Entweder es war ein Monster. Ja, genau so funktioniert das auch. Errungenschaft freigeschalten, Restaurator. Die Kugel kann die Grenze nicht von alleine durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Jo. Jo, anfassen. Anfassen war halt keine gute Idee, ne? Ich dachte Laudanum? Nee. Nee, kann gar nicht beim geistigen Zustand helfen. Das geht gar nicht. So, die irgendwas mit der Maschinerie war doch, glaube ich, auch noch da hinten, ne? In der Hoffnung, dass mir da jetzt kein Mob entgegenrollt. Neuer Zettel. 1839. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and what is a life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent, but to kill an innocent to save myself? A cold-blooded Murderer. Menschen tun viele verschiedene Dinge, lieber Daniel, um ihre eigene Haut zu retten. Geht's um diese Maschine? Geht es um diese Maschine? Es ist hier leider ein bisschen duster. Oh, es geht tatsächlich um die Maschine. Hier läuft Öl raus. Das Öl schimmert schön. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Öl schimmert schön. Warum war ich der Meinung, es anfassen zu müssen? Aber sonst liegt hier nichts, gell? Vielleicht da oben? Ich hätte da einen Stein! Wir könnten diesen Stein probieren. Probieren wir diesen Stein. Oder auch nicht. Schwierig. Nehmen wir diese Kiste. Eine Holzkiste wird definitiv nicht zermalmt werden. Ja, es ist nicht stark genug. Shit. Agrippas Kopf? Du siehst groß genug aus.
schwöre, ich war es nicht. Ich schwöre, ich war es nicht. Oh, musst du jetzt zu mir kommen? Ach nö, das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Oh nö. Oh nö. Kannst du nicht einfach... Das war gerade kein Schatten, das war der Dampf im Hintergrund, der sich bewegt hat. Also hier diese Nebelschwadern. Ist er noch da? Das Problem ist halt... Das Problem ist halt, man kann diesen Viechern halt so schlecht weglaufen. Willst du mich gerade verarschen? Jetzt bist du da... Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ich habe den gerade da vorne langlaufen sehen. Jetzt sieht man ihn vielleicht da hinten bei der Fackel. Ganz klein. Ich weiß, es ist super schwierig für euch zu erkennen. Ich sehe ihn auch gerade so. Oh nee. Was mache ich denn jetzt mit dir? Uah. Kommt er zurück? Ich kann da hinten nicht hinsehen. Oder ist er jetzt weg? Ich sehe es halt nicht. Ich werde es gleich hören, wenn die Musik losgeht, aber... Das Tor ist auf. Okay, wenn er jetzt hier links oder rechts stehen sollte, renne ich einfach durch. Ist egal. Oh je, der Schatten. Inneres Heiligtum! Sie schrie und trat um sich, als er sie am Arm zog. Ihr geblümtes Sonntagskleid wurde zerrissen und sie fiel in den Matsch. Wir sind am Ende, ne? Just saying, wir sind am Ende. Nach dem Raum dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Theoretisch. Hier ist es heller als sonst irgendwo im Spiel. Oh, oh. Ich sollte vielleicht ein bisschen Fersengeld geben. Naja, die Tür zu schließen hat anscheinend gereicht. Waren wir hier nicht schon mal? Was ist das? Aua. Mama, ich hab mich gepiekt. Aua. Aua. Oh, eine Wunde blutet ziemlich stark. Ja, dann erstmal eine Gönnung, eine Ladung Laudanum gönnen, ne? Das ist wie das Zeug von Resident Evil. Das ist halt einfach alles. Ja, ein Hinweis auf diesen Text. 19. August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer, a monster. And now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I am as broken as the men I've tortured.
If only I could wipe my fear away, as we did with them. Hast du ja getan. Gezwungen hat er ihn ja zu nichts. Ja, ist richtig, er hat es ja willingly getan, ne? Die Tür lässt sich nicht öffnen, weil... Habe ich in den Räumen was übersehen? Hätte ich noch was mit dem Dings hier machen sollen? Oh ja, hätte ich. Naja, es war ja auch mehr nur so ein... Er hat halt gesagt, also du kannst das und das machen, um den Schatten zu entkommen. Ich helfe dir dabei, weil es ihm ja auch hilft. Und dann so, ah ja, klar, geil. Ja, mach ich. Dieses Fiepen ist total toll im Ohr. Ich liebe Tinnitus über alles. Aua. Entschuldigung, ich muss hier nochmal kurz durch. Nur gerade mal kurz was nachschauen. Nur ganz kurz. Es gibt eine Errungenschaft, wenn man alle Zunderbüchsen findet. Aber ich glaube nicht. Die Kugelkammer. Er wurde böse. Es war einfach, ihre Unverschämtheit zu nutzen, um sie in dieser Geschichte als die Böse darzustellen. Aber sie verdiente nicht zu sterben. Selbst er konnte das sehen. Wieso komme ich eigentlich immer wieder auf Caps? I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Ich sehe hier eindeutig zu viele Penen. Wie nenne ich mich in Legacy? Vanessa? Nillian? So, warte mal, wie war das? Ich muss jetzt nur warten, bis das Ritual vervollständigt ist, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Small Dick Energy, ja schon. So, wir warten jetzt übrigens nur, ne? Warte, warte. Zensur! Es funktioniert! Der Bot ist nicht aktiv, Hase, das funktioniert nicht. Willst du mir sagen, dass du aus der Welt aus Rebirth bist? Aber du,
Ich war zu langsam. Ich wollte ihn noch ausreden lassen. Ich war zu langsam. Ich wollte noch ausreden lassen. Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. Stopp. Musik ist wirklich gut. Wir können uns die gerne gleich komplett bis zum Ende anhören. Ich will nur gerade mal... Ich muss nur gerade noch mal rein. Entschuldigung. Okay, dann lasse ich einfach mal alle Enden durchlaufen, I guess. Wenn das anscheinend so einfach geht. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Agrippa, Agrippa, nee. Alexander, Axelander. What is thy wisdom of your... Is everything nice and clear? I don't know. Am I the secret Axelander cave? Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln, ne? Kannst du mal einen Ticken schneller machen? Ich hab hier einen straffen Zeitplan. Ich hab hier einen straffen Zeitplan. Ich hab Zeit, Axelander. Ist gar kein Thema, Axelander. Weißt du vielleicht jemand, wie groß Dead Space 1 ist? Weil so wie es scheint, werde ich mir das wohl heute schon runterladen müssen. Hast du es mal? Ich hab hier den ganzen Tag nicht Zeit, du. Weißt du, ich hab hier, ne? Verstehst schon. Das Portal wird sich sehr bald öffnen. Nice. Huh?
He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Ich gehe ins Licht. Don't worry, Daniel. It will be all right. Ich bin ins Licht gegangen. Ist das eine andere Musik? Rasmus Gunnarsson. Was ein geiler Name. Entschuldigung. Er klingt anders, ne? Ja, finde ich auch. Wollt ihr das andere Ende noch sehen? Es gibt ja drei. Wir haben jetzt das... Also man kann das nicht in gut und schlecht einteilen. Es gibt halt das Ende, wo Alexander kommt und Daniel stirbt. Es gibt jetzt hier das Secret Ending, weil es halt nochmal ein Zusatzding ist, wo man Agrippa rettet, Alexander tötet und halt Daniel quasi seine Schuld reinwascht. Und dann gibt es halt noch ein anderes. Das ist ja sehr schnell gemacht. ODN 314. Was sind diese Dinger da unten? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Google sagt ca. 30 GB Download. Das könnte relativ schnell gehen. Mit ein bisschen Glück könnte das relativ schnell gehen. Ja, komm, dann. Machen wir das Ende jetzt auch noch. Wir sehen ja sowieso straight ahead im Raum. Viel passiert ja nicht. Und dann können wir da jetzt vielleicht gleich mal die Credits ein bisschen durchlaufen lassen. Wir hatten ja auch bei Rebirth. Bei Amnesia Rebirth habe ich auch alle Enden gespielt. Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Oh, don't do that. Bam! I realize you doubt my intentions. Why stop it, Daniel? You are ruining it. We are so close, I beg you. Hallo? Ich hing da an dem Pixel fest. Entschuldigung. Okay, kann ich mit leben. It was my greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid, fleeing Brandenburg? Huh. Quite the contrary. I knew it was my purgatory. Hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done. But I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. Ja, man muss dazu sagen, dass das, was man hier von Daniel sieht, so seine charakterlichen Züge, ist nicht das Beste. Aber...
Man soll nicht behaupten, er würde nicht aus seinen Fehlern lernen, ne? Oh, geile Musik.